Ein paar Stunden Schutz und Beistand. Die katholische Kirche in Tanga ist ein Ort, den viele Flüchtlinge gut kennen. Hier bekommen sie Essen und frische Kleidung, ein bisschen menschliche Wärme. Das Leid, die Angst dieser Menschen, Regis Efa kennt das gut. Er war auch Flüchtling, wollte nach Europa. Er ist geblieben, ganz legal. Dass ich hier einen Job habe, erfüllt mich mit Stolz. Ich bin stolz, dass ich jetzt denen helfen kann, die in derselben Lage sind, in der ich einmal war. Sie sind wie ich. Regis Efa hat seinen Platz gefunden. Das ist eher selten. Tanga ist Ziel tausender Menschen aus den Ländern südlich der Sahara, die nach Europa wollen. Die spanische Küste ist nur 14 Kilometer entfernt. Doch die marokkanischen Sicherheitskräfte bewachen die Meerenge intensiv. In diesem Jahr haben wir mehr als 76.000 illegale Grenzüberschreitungen verhindert. Seit 2014 sind es sogar fast eine halbe Million. Und dennoch schaffen es viele nach Spanien. Marokko steckt in einem Konflikt. Den Flüchtlingsstrom Richtung Europa soll es eindämmen, doch dieser Strom reißt nicht ab. Das Königreich setzt jetzt auf eine Strategie, die man gerissen nennen könnte. Abschreckung und gleichzeitig vorsichtige Integration. Die marokkanische Regierung verweist darauf, dass mittlerweile rund 50.000 Migranten eine Aufenthaltsgenehmigung erhalten haben. Gleichzeitig aber, so erzählen uns hier viele, gibt es immer wieder Razzien, bei denen die Menschen teils mit Gewalt von der Küste weg ins Landesinnere gebracht werden. Wir machen uns auf den Weg, spät in der Nacht, zu Migranten, die diese Gewalt erlebt haben. Sie trauen sich tagsüber nicht mehr auf die Straße, wollen nicht erkannt werden. Sie kamen, haben die Tür eingeschlagen. Sie waren in Zivil. Sie haben uns nichts erklärt. Sie haben uns die Pässe weggenommen und uns alle in Handschellen abgeführt. 2 Wochen lang wurden wir festgehalten. Dann haben sie uns in einen Bus gesetzt. Aneinander gekettet, Männer und Frauen. Diese Fotos sollen belegen, wie mit vielen Migranten umgegangen wird. Meist werden sie in die Nähe von Tiznit im Süden Marokkos gebracht und dort einfach ausgesetzt. Auch wenn du eine Aufenthaltsgenehmigung hast, nehmen sie dich mit. Wenn du dich wehrst, wirst du geschlagen. Vorwürfe, die die marokkanische Regierung zurückweist. Man handle streng im Rahmen des Gesetzes. Das Thema Flüchtlinge ist ohnehin ein Tabu. Darüber zu berichten, alles andere als einfach. Erst vor kurzem sind ein französisches und ein spanisches Fernsehteam ausgewiesen worden, weil sie, wie wir, mit Migranten gesprochen haben.